Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute einmal über Salomo sprechen, den berühmten König Israels, von dem Sie sicherlich alle schon gehört haben. Er war ja der Sohn von David. Er war ein Friedensfürst, jemand, der ein großes Reich errichtet hat, der sehr große Weisheit hatte, sehr großen Reichtum. Der hatte aber auch einen negativen, einen dunklen Charakterzug und auf den wollen wir auch eingehen, denn die Bibel sagt uns ja, dass alles, was im Alten Testament geschrieben steht, uns zur Warnung, zur Belehrung und auch zur Ermahnung dienen kann. Salomo wurde so um 990 vor Christus geboren, also so 1000 Jahre vor Christi Leben hier auf Erden. Und schon sein Name ist interessant. Der Name Salomo bedeutet so viel wie Friede oder Gedeihen oder Wohlergehen. Fritz Rienecker schreibt in seinem Kommentar zur Bibel Folgendes. Schon vor seiner Geburt hatte der Herr ihn als Thronfolger von David bestimmt, seinen Namen Salomo festgelegt und ihm eine Herrschaftszeit voller Frieden und Ruhe verheißen. Außerdem ließ er ihn durch den Namen Nathan den Namen Jedidja oder Liebling des Herrn geben. Man kann auch hinzufügen, dass Gott David verheißen hatte, dass Salomo ihm einen Tempel bauen würde. David wollte dies eigentlich tun, er hat auch bereits Vorbereitungen dazu getroffen, aber David war ein Mann des Krieges. Und Gott sagte, dass Salomo, der ein Mann des Friedens sein würde, ihm einen solchen Tempel bauen würde. Schauen wir uns kurz einmal an, was im 1. Buch Chronik in Kapitel 22, 1. Buch Chronik Kapitel 22, die Verse 9 und 10, hierüber geschrieben steht. Und ich lese heute ausschließlich von der Hermann-Menge-Bibel. Menge war ja ein Gymnasialdirektor, der eine sehr schöne deutsche Übersetzung hergestellt hat. Er starb so im Jahre 1939. In 1. Korinther, in 1. Chronik vielmehr, Kapitel 22, die Verse 9 und 10. Doch wisse, das wird also jetzt zu dem David gesagt, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein. Und ich will ihm Ruhe vor allen seinen Feinden ringsum schaffen, denn Salomo, das heißt der Friedliche oder der Friedensmann, soll sein Name sein, und Frieden und Ruhe will ich in Israel während seiner Regierung herrschen lassen. Der soll meinem Namen ein Haus erbauen, er soll mir als Sohn gelten und ich ihm als Vater, und seinen Königsthron über Israel will ich auf ewig feststellen. Salomo regierte von 972 bis 931. Er starb im Alter von 60 Jahren, also nicht sehr alt. Doch Gott hatte prophezeit, dass er sehr alt werden würde, wenn er die Gebote Gottes halten würde. Das ist nicht geschehen. Warum? Salomo begann im Jahre 967 vor Christus den Tempel des Herrn zu bauen. Und er vollendete den Tempelbau 7 Jahre später, im Jahre 961 vor Christus. Die Einweihung des Tempels erfolgte dann ein Jahr später, im Jahr 960. Danach setzte er den Bau seines eigenen Palastes fort, und zwar für 13 Jahre, sodass also der Bau des Tempels und des Palastes zusammengenommen 20 Jahre dauerte, von 967 bis 947 vor Christus. Salomo war ein Prinz des Friedens, und er deutet somit auf Jesus Christus hin, den Prinzen des Friedens oder den Friedensfürsten, wie er genannt wird. Und trotz der dunklen Seite Salomos ist das der Fall. Denn schauen Sie, unter der Herrschaft Salomos erlebte das Volk eine Vorerfüllung der Prophezeiungen, die Gott dem Abraham und dem Moses im Hinblick auf das Volk Israel gegeben hatte. Und das Volk erlebte auch eine Vorerfüllung der Zeit des Millenniums, also der Zeit, wenn Jesus Christus hier auf Erden für 1000 Jahre herrschen wird. Schauen wir uns dies einmal an in 1. Könige. Kapitel 4. 1. Könige, Kapitel 4 und in Vers 20. 1. Könige, Kapitel 4 und Vers 20. Da heißt es, die Bewohner von Juda und Israel waren so zahlreich wie der Sand am Meer an Menge. Und das ist eine Prophezeiung, die Gott dem Abraham gegeben hatte, dass dies ursprünglich und dann auch später noch in unserer Zeit der Fall sein würde. Das heißt, sie aßen, sie tranken, sie waren guter Dinge. Weiter dann in Kapitel 5 und Vers 1. Salomo aber war Beherrscher aller Reiche, vom Euphratstrom bis zum Philisterland und bis an die Grenze Ägyptens. Sie zahlten Tribut und waren Salomo untertan, solange er lebte. Und dann Vers 4.
Denn er herrschte über alle Länder diesseits des Euphrats, von Tipschat bis nach Gaza, über alle Könige diesseits des Euphrats und lebte in Frieden mit allen Völkern ringsum, so dass Juda und Israel von Dan bis Beersheba in Sicherheit wohnten, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, solange Salomo lebte. Auch dies eine Prophezeiung, die dann auch für das Millennium gelten soll, wie jeder unter seinem eigenen Weinstock und Feigenbaum leben würde. Und doch kann man Salomos Reichtum und seine Segnungen und seine Talente in keinster Weise mit Gott und Jesus Christus vergleichen. Schauen wir die Aussage von Jesus Christus uns an in Matthäus Kapitel 6, was er hierüber zu sagen hat. Matthäus Kapitel 6 und in Vers 29. Wir müssen also bei dieser Betrachtung jetzt davon ausgehen, dass Salomo lediglich ein Mensch war und lediglich menschliche Talente hatte, die ihm, wie wir noch sehen werden, nicht unbedingt weitergeholfen haben. Matthäus Kapitel 6 und in Vers 29. Da lesen wir, angefangen in Vers 28, wo Christus uns die Frage stellt: Was macht ihr euch Sorge um die Kleidung? Betrachtet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht, und doch sage ich euch, auch Salomo in aller seiner Pracht ist nicht so herrlich gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Schauen Sie, Christus sagt uns hier, dass wenn Gott etwas erschafft, das so viel großartiger ist als das, was ein Mensch erschaffen kann. Auch in Kapitel 12 von Matthäus und Vers 42. Matthäus 12 und Vers 42, hier wird auf die Weisheit des Salomo angesprochen. Und Christus sagt hier, die Königin aus dem Südland, die berühmte Königin von Saba, wird beim Gericht mit diesem Geschlecht, mit anderen Worten mit den Juden zur Zeit von Jesu Christi, auftreten und seine Verurteilung herbeiführen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier steht doch Größeres, das heißt einer, der mehr ist, als Salomo. Er bezog sich also hier auf sich selbst, natürlich auf Jesus Christus. Gleichwohl wurden Salomo unglaubliche Segnungen, ein unfassbares Potenzial versprochen, und Gott gab ihm unvergleichbare Talente und Wohlstand. Doch die Talente, die Segnungen, die materiellen Reichtümer, sein Potenzial, alles das halfen ihm letztendlich nicht. Schauen wir uns an, was geschah. Zunächst einmal lesen wir von Davids Anweisungen und Ermahnungen an seinen Sohn Salomo. Im ersten Buch Chronik, im 22. Kapitel. 1. Buch Chronik 22, die Verse 11 bis 13. David sagt hier zu Salomo: Nun denn, mein Sohn, der Herr wolle mit dir sein, damit es dir gelingt, den Tempel des Herrn, deines Gottes, zu erbauen, wie er es von dir verheißen hat. Nur möge der Herr dir Klugheit und Einsicht verleihen, wenn er dich zum Herrscher über Israel bestellt, und wolle geben, dass du das Gesetz des Herrn, deines Gottes, beobachtest. Dann wirst du Glück oder Erfolg haben, wenn du die Satzungen und Verordnungen gewissenhaft befolgst, die der Herr den Israeliten durch Mose geboten hat. Sei fest und stark, fürchte dich nicht und lass dir nicht bange sein. Auch in Kapitel 28 von 1. Chronik, angefangen in Vers 5, wo David zunächst einmal dem ganzen Volk Israel Folgendes sagt: Von meinen sämtlichen Söhnen aber, der hat mir ja viele Söhne geschenkt, hat er meinen Sohn Salomo dazu ersehen, auf dem Königsthrone des Herrn über Israel zu sitzen. Dabei hat er zu mir gesagt: Dein Sohn Salomo, der soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen, denn ich habe ihn mir zum Sohn erwählt und ich will ihm ein Vater sein und ich will sein Königtum für immer fest gründen, wenn er so, wie es heute der Fall ist, daran festhält, meine Gebote und Weisungen zu beobachten. Und dann fährt er fort, in Vers 9 direkt Salomo anzusprechen und sagt: Du aber, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit willigem Geiste. Denn der Herr erforscht alle Herzen und weiß um jeden geheimen Gedanken. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich für immer verwerfen. So sieh nun wohl zu, denn der Herr hat dich dazu ersehen, ihm ein Haus zum Heiligtum zu erbauen, mache dich mutig ans Werk.
und dann auch noch in Vers 20 im gleichen Kapitel, dann richtete David an seinen Sohn Salomo folgende Worte: Sei stark und mutig und gehe ans Werk. Fürchte dich nicht und sei unverzagt, denn Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein. Er wird dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Jetzt achten Sie auf diese Aussage: Bis alle Arbeiten für den Dienst am Hause des Herrn vollendet sind. Aber was danach? Was sollte danach geschehen? Was würde danach geschehen? Nun, David war sich scheinbar im Klaren, dass vielleicht Salomo doch nicht unbedingt so ungeteilt Gott dienen würde, wie das David getan hatte. David hat viele Fehler begangen. David hat sehr stark gesündigt. Aber nicht in der Beziehung, wie Salomo es später tun würde, wie wir noch sehen werden. Im 1. Chronik, Kapitel 29 und Vers 19, betet nämlich David zu Gott. Und er betet wie folgt: Meinem Sohn Salomo aber verleihe ein ungeteiltes oder aufrichtiges Herz, dass er deine Gebote, deine Verordnungen und Weisungen beobachte und alles tue, um den Prachtbau aufzuführen, den ich vorbereitet habe. Salomo wurde dann König. Er war so ungefähr 20 Jahre alt, als er König wurde. Im 1. Buch Chronik, Kapitel 29, angefangen Vers 23, lesen wir über Salomos Thronbesteigung. So saß denn Salomo auf dem Throne des Herrn als König anstelle seines Vaters David und hatte das Glück, dass ganz Israel ihn anerkannte und alle Fürsten und die Ritter sowie alle Söhne des Königs David sich dem König Salomo unterwarfen. Der Herr aber ließ dann Salomo zu überaus hohem Ansehen bei ganz Israel gelangen und verlieh seinem Königtum einen Glanz, wie ihn vor ihm kein König über Israel besessen hatte. Eine unwahrscheinliche Segnung, die Gott hier über Salomo kommen lässt. In 2. Chronik, Kapitel 1 und Vers 1 fahren wir fort. Als nun Salomo, der Sohn Davids, sich in seiner Herrschaft befestigt hatte, der Herr sein Gott war nämlich mit ihm und ließ ihn überaus mächtig werden. Da ließ Salomo Befehl an ganz Israel ergehen und da gibt er gewisse Anweisungen, wie jetzt vorgegangen werden sollte. Und nicht nur das. Nicht nur die Ermahnungen von David an Salomo waren bedeutungsvoll, sondern jetzt erscheint Gott selbst Salomo im Traum. Wir lesen dies in 2. Chronik, im 1. Kapitel, angefangen in Vers 7. In jener Nacht, also zu Anfang seiner Herrschaft, erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm: Bitte, was ich dir geben soll. Da antwortete Salomo dem Herrn: Du hast meinem Vater David große Liebe erwiesen und hast mich zum König an seiner Stadt gemacht. So lass denn, Herr, mein Gott, deine Verheißung, die du meinem Vater David gegeben hast, in Erfüllung gehen. Denn du hast mich zum König über ein Volk gemacht, das so zahlreich ist wie der Staub auf dem Erdboden. So verleihe mir nun Weisheit und Einsicht, damit ich mich diesem Volk gegenüber in rechter Weise zu verhalten weiß. Denn wer vermöchte sonst dieses dein großes Volk zu regieren? Eine wunderbare Einstellung. Darauf sagte Gott zu Salomo: Weil du solche Gesinnung hegst und nicht um Reichtum, Schätze und Ehre oder um den Tod deiner Feinde, auch nicht um langes Leben gebeten, sondern dir Weisheit und Einsicht erbeten hast, um ein Volk, zu dessen König ich dich gemacht habe, regieren zu können, so soll dir die erbetene Weisheit und Einsicht verliehen sein, aber auch Reichtum, Schätze, Ehre will ich dir schenken, wie keiner von den Königen vor dir sie besessen hat und wie sie keiner nach dir jemals besitzen wird. Und dann baut Salomo den Tempel. Und als der Tempel gebaut worden war, erkennt Gott vor allem Volk dieses Bauwerk als seinen Tempel an. Und er erkennt auch das Gebet an, was Salomo dann vor allem Volk sprechen wird, um den Tempel einzuweihen. Im 2. Buch Chronik, Kapitel 7, angefangen in Vers 1. Ein wunderbares Gebet. Sie können sich nachher die Zeit nehmen, vielleicht im 6. Kapitel alles dies noch einmal durchzulesen. Aber dann im 7. Kapitel, angefangen in Vers 1. Als nun Salomo mit seinem Gebet zu Ende war, fuhr Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Tempelhaus, so dass die Priester nicht in den Tempel des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn den Tempel des Herrn erfüllte.
auch in Vers 8. Auf diese Weise beging Salomo damals das Fest, und hier ist jetzt vom Laubhüttenfest die Rede, 7 Tage lang und ganz Israel mit ihm. Eine gewaltige Festgemeinde, die zusammengekommen war von der Gegend bei Hamat an bis an den Bach Ägyptens. Am 8. Tag aber hielten sie eine Festversammlung, denn die Einweihung des Altars hatte man 7 Tage lang gefeiert und das Fest dauerte auch 7 Tage. Mit anderen Worten haben die dann 14 Tage lang gefeiert. Am 23. Tage des 7. Monats aber entließ Salomo das Volk in ihre Heimat fröhlich und wohlgemut wegen der Wohltaten, mit denen der Herr seinen Knecht David und Salomo und sein Volk Israel gesegnet hatte. Also alles schien wunderbar zu laufen. Aber nun erscheint Gott Salomo zum 2. Mal im Traum. Und jetzt ist Salomo ungefähr 43 Jahre alt, als das geschieht. Und schauen wir uns an, was Gott hier dem Salomo sagt, angefangen in Vers 11. Als nun Salomo den Tempel des Herrn und den königlichen Palast vollendet, mit anderen Worten 20 Jahre später, als er angefangen hatte, und alles, was er im Tempel des Herrn und in seinem Palast hatte schaffen wollen, glücklich ausgeführt hatte, da erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und sagte zu ihm: Ich habe dein Gebet gehört und diesen Ort mir zur Opferstätte erkoren. Wenn ich den Himmel verschließe, sodass kein Regen fällt, oder wenn ich den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich die Pest unter mein Volk sende und mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich dann demütigt und zu mir betet und mein Angesicht sucht und sich von seinem bösen Tun bekehrt, so will ich sie vom Himmel her erhören und ihnen ihre Sünden vergeben und ihrem Lande Rettung schaffen. Das ist genau das, worum David oder vielmehr Salomo gebetet hatte. Und Gott sagt, ich will das tun. Fortan sollen auch meine Augen offen stehen und meine Ohren aufmerken auf die Gebete an dieser Stätte. Und nunmehr habe ich dieses Haus erwählt und zu meinem Heiligtum gemacht, damit mein Name daselbst in Ewigkeit wohnt und meine Augen und mein Herz daselbst immer da weilen. Vers 17. Wenn du nun vor mir ebenso wandelst, wie dein Vater David es getan hat, so dass du alles tust, was ich dir geboten habe, und meine Satzungen und Rechte beobachtest. Mit anderen Worten, hier ist eine interessante Bedingung an die weitere Segnung geknüpft. Wenn du so wandelst, so will ich den Thron deines Königstums feststellen, wie ich es deinem Vater David feierlich zugesagt habe, mit den Worten, es soll dir nie an einem Nachkommen fehlen, der über Israel herrsche. Wenn ihr, jetzt geht es nicht nur um Salomo, jetzt geht es auch um Salomos Nachkommen, um das gesamte Volk. Wenn ihr aber von mir abfallt und meine Satzungen und Gebote, die ich euch zur Pflicht gemacht habe, verlasst, und anderen Göttern zu dienen und sie anzubeten anfangt, so werde ich die Israeliten aus meinem Lande, das ich ihnen gegeben habe, hinwegreißen. Und dieses Haus, das ich meinen Namen geheiligt habe, keines Blickes mehr würdigen und werde es für alle Völker zum Gegenstand des Hohnes und Spottes machen. Und so erhaben dieser Tempel auch gewesen sein mag, so sollen doch alle, die an ihm vorübergehen, sich entsetzen. Und wenn sie fragen, warum hat der Herr diesem Lande und diesem Hause solches Geschick widerfahren lassen, so wird man antworten, zur Strafe dafür, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Lande Ägypten hinausgeführt hatte, verlassen und sich anderen Göttern zugewandt und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat er all dieses Unglück über sie kommen lassen. Mit anderen Worten, Gott prophezeit hier, dass wenn Salomo ihm nicht gehorchen würde und als Konsequenz auch seine Nachfolger ihm nicht gehorchen würden, dann würde alles das zerstört werden, für das Salomo gelebt hatte. Und vielleicht als Folge dieses Traumes verwehrt jetzt Salomo seiner ägyptischen Frau, die er geheiratet hatte, vielleicht aus politischen Gründen, im Hause seines Vaters David zu wohnen. Denn wir lesen dies interessanterweise im 2. Buch Chronik, Kapitel 8, angefangen in Vers 11. Die Tochter des Pharaos aber brachte Salomo aus der Davidsstadt in den Palast hinauf, den er für sie hatte erbauen lassen, denn er sagte: Es soll keine meiner Frauen, also er hatte mehrere, nicht nur diese hier, im Hause Davids, des Königs von Israel, wohnen, denn das sind heilige Stätten, seitdem die Lade des Herrn in sie eingezogen ist. Lesen wir auch Vers 12.
Damals brachte Salomo dem Herrn Brandopfer dar auf dem Altar, den er dem Herrn vor der Vorhalle errichtet hatte, und zwar so, dass er daselbst das opferte, was nach dem Gebot Moses an jedem Tage erforderlich war, an den Sabbaten, an den Neumonden, dreimal im Jahr an den Festen, nämlich am Fest der ungesäuerten Brote und am Wochenfest oder Pfingstfest und am Laubhüttenfest. Wir sehen also, dass Salomo nach wie vor die Dinge tat, die ihm von Gott geboten worden waren, aber scheinbar war da ein Problem. Und Gott sah dieses Problem, er kennt ja die Herzen aller Menschen, und so hat er ihn gewarnt und hat ihm gesagt, also wenn du mir nicht gehorchst, dann wird der Tempel zerstört werden, dann wird alles das, was du hier erbaut hast, zugrunde gehen. Lesen wir auch ein wenig über den unglaublichen Wohlstand, den unglaublichen Reichtum und die unglaubliche Weisheit, die Salomo von Gott erhalten hatte, in 2. Chronik Kapitel 9, die Verse 22 und 23. Ich meine, wenn man das von jemandem sagen kann, dann würde man meinen, na, der hat's geschafft, der hat's gepackt. Für den ist alles Gold, was glänzt. Aber es war nicht alles Gold, was glänzt. Es heißt hier, so übertraf denn der König Salomo alle Könige der Erde an Reichtum und Weisheit. Und alle Könige der Erde suchten Salomo zu sehen, um sich persönlich von seiner Weisheit zu überzeugen, die Gott ihm ins Herz gelegt hatte. Das hatte Gott ja auch versprochen, dass er dies tun würde für Salomo. Lesen wir auch die Zusammenfassung vielleicht, die im 2. Buch Chronik Kapitel 11, die Verse 14 bis 17 über Salomo ausgedrückt wird. Da heißt es im 2. Buch Chronik Kapitel 11, angefangen in Vers 14. Die Leviten, das war jetzt nach dem Tode Salomos, wo dann eine Reichsteilung stattfinden würde. Und es war so, dass jetzt ein König auftrat, der nicht mehr Gott gehorsam war. Und so heißt es jetzt in Vers 14, die Leviten verließen nämlich ihre Wohnorte und ihr Besitztum, die lebten in Israel, und begaben sich nach Juda und Jerusalem, weil Jerobeam samt seinen Söhnen sie ihres Amtes als Priester des Herrn entsetzt und er sich eigene Priester für den hohen Höhendienst sowie für die Feldteufel und die Stierbilder bestellt hatte, die er hatte anfertigen lassen. Ihrem Vorgange folgend kamen dann aus allen Stämmen Israels diejenigen, welche aufrichtig darauf bedacht waren, den Herrn, den Gott Israels, zu suchen, nach Jerusalem, um dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zu opfern. Diese stärkten das Reich Juda und befestigten Rehabeam, den Sohn Salomos, in der Herrschaft 3 Jahre lang, denn 3 Jahre lang wandelten sie auf dem Wege Davids und Salomos. Also Salomo wandelte in Bezug auf diese Vorschriften auf dem Wege Gottes. Und so dass die Leviten und dann auch die anderen nach Juda kamen, um weiter für 3 Jahre allerdings nur den Weg weiter zu verfolgen. Und wir lesen auch im 2. Buch Chronik Kapitel 30. 2. Buch Chronik Kapitel 30. Eine weitere Zusammenfassung angefangen in Vers 25. Auch hier ging es wiederum um eine Restaurierung, nachdem das Volk von Gott abgefallen war und ein gerechter König kam und hat das Volk dazu aufgefordert, wieder Gott zu gehorchen. Und so heißt es hier in Vers 25, so überließ sich denn die ganze Volksgemeinde Judas der Fröhlichkeit und ebenso die Priester und die Leviten und die ganze Menge derer, die aus Israel gekommen waren, auch die Fremdlinge, die aus den verschiedenen Gegenden Israels gekommen waren oder in Juda wohnten. Und es herrschte große Freude in Jerusalem, denn seit den Tagen Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, war etwas derartiges in Jerusalem nicht vorgekommen. Die levitischen Priester aber erhoben sich und segneten das Volk und ihre laute Bitte fand Erhörung, ihr Gebet drang zu seiner, das heißt Gottes heiliger Wohnung, in den Himmel. Interessant ist, wenn man die Bücher Chronik liest, das 1. und das 2. Buch Chronik, dass sich in diesen Büchern keinerlei Hinweis findet auf die Sünden Salomos. Da wird nur über das Positive berichtet. Warum nicht? Warum findet man hier nichts über die Sünden Salomos, die ja Salomo begangen hat? Darauf werden wir noch eingehen. Aber um mehr auf die dunkle Seite Salomos einzugehen, um mehr darüber zu erfahren, was noch geschah,
müssen wir uns an die Bücher Könige wenden, an die Parallelberichte, zumindest im ersten Buch Könige. Zunächst einmal im ersten Buch König, angefangen in Kapitel 5, lesen wir auch hier über die positiven Dinge, die Salomo getan hat und die ihm widerfahren sind. Ersten Buch König, Kapitel 5, angefangen Vers 9. Da heißt es, Gott verlieh aber dem Salomo Weisheit und Einsicht in sehr hohem Maße und einen Verstand so weitreichend wie der Sand, der am Ufer des Meeres liegt, so dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit aller Bewohner des Morgenlandes und als alle Weisheit Ägyptens, ja, er war weiser als alle Menschen. Es wird dann hier fort, sein Ruhm war unter allen Völkern ringsum verbreitet. Vers 12, er verfasste 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder betrug 1005. Also er war ein sehr weiser, talentierter Mensch. Vers 13, er besang die Bäume von der Zeder auf dem Libanon an bis zum Isop, der auf den Fugen an den Mauern hervorwächst. Er besang auch die vierfüßigen Tiere und die Vögel, das Gewürm und die Fische. Und aus allen Völkern kamen die Leute, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, Leute, die von seiner Weisheit gehört hatten. Ersten Buch Könige enthält dann auch eine weitere Episode im Leben Salomos, eine Episode, die in den Büchern Chronik nicht erwähnt wird. Die Tatsache nämlich, dass Gott Salomo auch während des Tempelbaus erschien. Wir lasen ja davon, dass Gott dem Salomo vor dem Tempelbau erschien und dann zu Ende des Tempelbaus und des Baus seines Palastes. Aber hier im ersten Buch König, Kapitel 6, in Vers 11, finden wir noch eine weitere interessante Offenbarung. 1. König, Kapitel 6, in Vers 11. Es erging das Wort des Herrn an Salomo folgendermaßen, und das war während des Tempelbaus. So steht es mit diesem Hause, das du eben erbaust. Wenn du nach meinen Satzungen wandelst und meine Weisungen nachkommst, alle meine Gebote hältst, so dass du nach ihnen wandelst, so will ich die Verheißung an dir wahrmachen, die ich deinem Vater David gegeben habe. Ich werde alsdann inmitten der Israeliten wohnen und mein Volk Israel nicht verlassen. Schauen Sie, was für eine großartige Zukunft Gott dem Salomo verheißt. Nicht nur für ihn selbst, sondern auch für seine Nachkommen, für das gesamte Volk. Er sagt, wenn du, Salomo, mir gehorchst, dann werde ich das Volk, das du regierst, nicht verlassen. Die Umkehrung ist auch möglich. Wenn du, Salomo, mir nicht gehorchst, dann werde ich das Volk verlassen. Warum? Weil das Volk nämlich dann deinem schlechten Beispiel folgen wird. Sehen wir, meine Damen und Herren, wie wir persönlich auch in dieser Beziehung eine Rolle spielen mögen, wie unser Vorbild auf andere sowohl positive als auch negative Konsequenzen haben kann? Im ersten Buch König, Kapitel 8, angefangen in Vers 54, lesen wir, dass Salomo zur Vollendung des Tempelbaues aufrichtig und zielstrebig war. Da war er noch ganz bei der Sache, feurig, wie man so sagt, zielstrebig, bewusst. Angefangen in Vers 54 im 8. Kapitel. 1. Könige 8, angefangen in Vers 54. Als nun Salomo mit diesem ganzen Gebet und Flehen, das er an den Herrn gerichtet hatte, zu Ende war, erhob er sich von dem Platze vor dem Altar des Herrn, wo er mit zum Himmel ausgebreiteten Händen auf den Knien gelegen hatte. Er trat dann hin und segnete das ganze Volk Israel, indem er mit lauter Stimme ausrief: Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe verschafft hat, ganz wie er es verheißen hat. Von all seinen herrlichen Verheißungen, die er durch den Mund seines Knechtes Mose gegeben hat, ist keine einzige unerfüllt geblieben. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und verwerfe uns nicht, sondern lasse unsere Herzen auf ihn gerichtet sein, damit wir alle Zeit auf seinen Wegen wandeln und seine Gebote, Satzungen und Rechte beobachten, zu denen er unsere Väter verpflichtet hat. Und diese meine Worte, mit denen ich den Herrn angefleht habe, mögen dem Herrn, unserem Gott, bei Tag und bei Nacht gegenwärtig sein, auf dass er seinem Knecht und seinem Volk Israel, so wie jeder Tag es erfordert, Recht schaffe, damit alle Völker der Erde erkennen, dass der Herr Gott ist und sonst keiner.
Euer Herz aber möge dem Herrn, unserem Gott, ungeteilt ergeben sein, dass ihr nach seinen Satzungen wandelt und seine Gebote so haltet, wie es heute der Fall ist. Aber schauen Sie, es ging hier auch darum, was Salomo tun würde. Alles das, was er hier gesagt hat, war durchaus richtig. Er hat Gott darum gebeten und er hat das Volk dazu aufgefordert, Gott ungeteilt mit ungeteiltem Herzen zu dienen. Aber was ist über Salomo zu sagen? Hat er seine eigene Ermahnung, seine eigene Aufforderung dann auch eingehalten? Jetzt kommen wir zu der dunklen Seite in Salomos Charakter. Schauen wir uns nun an, was das Buch 1. Könige berichtet über Salomo. Was er später tat, nach Vollendung des Tempelbaus, nach Vollendung seines eigenen Palastes und nachdem, wie wir ja eben gelesen haben, Gott ihm zum zweiten Mal im Traum erschienen war. Und beachten wir nun, wie Gott auch auf die Handlungen Salomos reagierte. 1. Könige, Kapitel 11, angefangen Vers 1. 1. Könige, Kapitel 11. Angefangen Vers 1. Und hier lesen wir über sein Problem. Der König Salomo aber liebte zahlreiche ausländische Frauen. Und dann werden die hier so erwähnt, nämlich die neben der Tochter des Pharaos, von der wir eben schon gehört hatten, auch moabitische, ammonitische, edomitische, phönizische und hethitische. Also Frauen aus solchen Völkern, bezüglich denen der Herr den Israeliten geboten hatte, ihr sollt keinen ehelichen Verkehr mit ihnen haben, und sie sollen nicht mit euch verkehren. Warum? Hier wird die Erklärung gegeben. Sie würden sonst sicherlich eure Herzen ihren Göttern zuwenden. Mit anderen Worten, sie würden euch dazu bringen, von mir abzufallen und anderen Götzen zu dienen. An diesen Frauen, heißt es hier, hing Salomo mit Vorliebe. Also an diesen ausländischen Frauen. Und zwar hatte er 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenweiber. Die meisten waren natürlich politische Heiraten. Aber gleichwohl heißt es hier, dass er die in irgendeiner Form mit Vorliebe liebte. Und seine Frauen zogen sein Herz von dem Herrn ab. Nebenbei hatte Gott bereits damals im 5. Buch Mose die Könige aufgefordert, nicht viele Frauen zu haben. Also es war bereits allein von daher schon ein Verstoß. Als Salomo nämlich alt geworden war, also nicht in seinen jungen Jahren, da schien er noch sehr zielstrebig zu sein, aber als er alt geworden war, wandten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so dass sein Herz dem Herrn, seinem Gott, nicht mehr ungeteilt ergeben war, wie das Herz seines Vaters David. Und so verehrte er zum Beispiel die phönizische Göttin Astarte und den greulichen Götzen der Ammoniter Milkom. Und Salomo tat so, was dem Herrn missfiel, indem er dem Herrn nicht volle Hingabe bewies, wie sein Vater David. Damals, das heißt im Alter, baute Salomo für Kamos, den Götzen der Moabiter, ein Höhenheiligtum auf dem Berge östlich von Jerusalem. Und ebenso für Moloch, den Götzen der Ammoniter. Und dasselbe tat er für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Götzen Rauch und Schlachtopfer darbrachten. Das heißt jetzt in Vers 9, und so wurde denn der Herr zornig auf Salomo, weil er sein Herz vom Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm doch zweimal erschienen war im Traum. Und einmal hat er ihn sogar dann auch in anderer Weise angesprochen, wie wir gelesen haben, und ihm gerade dieses Gebot gegeben hatte, keine fremden Götter zu verehren. Trotzdem hatte er dieses Gebot des Herrn unbeachtet gelassen. Und darum sagte der Herr zu Salomo, Vers 11, weil es so weit mit dir gekommen ist, dass du meinen Bund und meine Satzungen, die ich dir zur Pflicht gemacht habe, nicht mehr beachtest, so will ich dir das Königtum entreißen und es deinem Knechte geben. Doch will ich es noch nicht bei deinen Lebzeiten tun, um deines Vaters David willen, erst deinem Sohne will ich es entreißen. Doch will ich ihm nicht das ganze Reich entreißen, sondern einen Stamm will ich deinem Sohne geben, um deines Knechtes David willen, und um Jerusalems Willen, das ich erwählt habe. Und in der Folgezeit geschah es dann auch, dass eine Reichsteilung stattfand. Zur Zeit des Sohnes von Salomo wurde das Reich Israel zerteilt. In das Reich Israel oder das Haus Israel und in das Haus Juda. Und seit diesem Zeitpunkt hat es nie wieder eine
Zusammenkunft gegeben zwischen diesen beiden Königreichen. Seit diesem Zeitpunkt wurden diese Reiche nach wie vor in zweifacher Weise dann fortgeführt. Warum wurde Gott so zornig, als Salomo anfing, diese Götzen zu verehren oder zumindest seinen Frauen zu gestatten, sie zu verehren und für die sogar dann auch Höhenheiligtümer zu bauen? Wir nehmen an, dass dies so geschah, als er so Anfang oder Mitte 50 war. Er starb ja im Alter von 60 Jahren, also er war älter geworden, Anfang Mitte 50. Nun schauen wir uns einmal an, was das Lexikon von Rienecker über diese Götzen uns zu sagen hat. Zunächst einmal schreibt Rienecker hier: Den Anlass zu seinem Götzendienst boten wohl seine meist politisch bedingten Heiraten. Er hatte neben seiner ägyptischen Gemahlin moabitische, ammonitische, edomitische, phönizische und hethitische Frauen, 700 aus fürstlichem Geschlecht und 300 Nebenfrauen. Sie gewannen das Herz des alternden Königs für ihre heidnischen Götter, so dass es nicht mehr ungeteilt dem Herrn gehörte, wie das Herz Davids, seines Vaters. Nebenbei bemerkt, wie ich eben sagte, David hat viele Sünden begangen. Er hat Ehebruch begangen. Er hat einen Mord begangen. Aber was David niemals getan hat, ist, dass er niemals Götzen verehrt hat. Und als er seine Sünden erkannte, ist er immer zu Gott zurückgekehrt und hat sie bereut. Er musste sehr für bezahlen dafür. Sein eigener Sohn starb. Schwierigkeiten bestanden in seinem Haus, sein ganzes Leben hindurch. David hat nicht unbedingt ein sehr glückliches Leben geführt, wegen seiner Sünden. Aber David hat niemals Götzendienst betrieben und sich von Gott abgewandt. Für Salomo sieht die Sache anders aus. Rienecker führt fort zu schreiben: Salomo begann der phönizischen Astarte oder Ashteroth und dem ammonitischen Milkom zu dienen. Er baute Höhenheiligtümer für Kasmos oder Kamos und Moloch. Und jetzt hören wir uns einmal an, was diese Götzendienstverehrung beinhaltete. Warum wurde Gott so zornig darüber? Zunächst einmal natürlich, Götzendienst ohnehin verkehrt, aber hier waren dies gräuliche Sitten, die da Hand in Hand mitgingen. Rienecker schreibt zum Beispiel über Ashtaroth oder Astarte. Das ist der Name einer babylonisch-assyrischen Göttin mit dem Namen Ischar oder kanaanitisch auch Astarte genannt. Eine Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttin und auch eine Kriegsgöttin. In Palästina sind zahlreiche nackte Frauenfigürchen gefunden worden, die man für Darstellungen der Astarte hält. In Gesa trugen die Gestalten Hörner. Mit der Verehrung der Ashtaroth oder Astarte als Göttin der Fruchtbarkeit und Sinnenlust war überall auch die kultische Prostitution verbunden. Neben den berufsmäßigen Tempeldirnen gaben sich auch andere Frauen im Tempel preis. Männliche Prostituierte standen ebenfalls im Dienst der Göttin. Wenn die Propheten den Götzendienst als Ehebruch, Unzucht und Hurerei bezeichneten, war das also nicht nur Bildrede, sondern bezog sich auch auf konkrete Formen des Fruchtbarkeitskultes. Also war eine regelrechte Prostitution im Gange. Da waren die Frauen, scheinbar auch die Frauen des Salomo, die begingen also laufend Ehebruch und Unzucht im Dienste dieser Göttin Astarte. Was wissen wir über Milkom oder auch Moloch? Da ist es hier bei Rienecker: Zum Moloch-Dienst der Kanaaniter gehörte das Verbrennen von Kindern, das Israel unter Todesstrafe verboten war. Nachdem Salomo jedoch dem Moloch eine Höhe gebaut hatte, wir nehmen nicht unbedingt an, dass Salomo selbst daran teilgenommen hat, aber er überließ es seinen Frauen vielleicht, dies zu tun, aber die Konsequenz für das nachfolgende Geschlecht war katastrophal. Das heißt hier, nachdem Salomo jedoch dem Moloch eine Höhe gebaut hatte, übernahmen die Israeliten auch das Kindesopfer. Und so kam es sogar dazu, dass die Israeliten ihre eigenen Kinder diesem schrecklichen Götzen geopfert haben. Ein Grund dafür, warum schließlich Israel und Juda in die Gefangenschaft gehen mussten, weil ihre Reiche total zerstört wurden. Das heißt hier, Ahas und Manasse, das waren also zwei Könige, opferten ihre Söhne, wie dies in der Bibel beschrieben steht. Und dann noch der Gott Kamos, der Gott der Moabiter. Das heißt, der auch von König Mesa in seiner Inschrift genannt wird. Das war ein heidnischer König. Mesa suchte die Hilfe des Götzen durch das Opfer seines eigenen Sohnes zu gewinnen. Das wird nachher in 2. Könige Kapitel 3 beschrieben. Das war also auch eine Sitte, die diese Heiden dann durchführten, dass sie ihre eigenen Kinder diesen Götzen opferten,
um irgendwie da Gunst von diesen Götzen zu erlangen. Und der Salomo, der baut denen ja Höhlenheiligtümer für seine Frauen, weil er seine Frauen so sehr liebte. Und deswegen wurde Gott so zornig. Deswegen heißt es, dass Salomo nicht mehr ungeteilt dem Herrn diente. Der hat scheinbar weiterhin Rituelle durchgeführt, die im Dienste Gottes standen. Hat aber auf der anderen Seite zur gleichen Zeit diese Höhenheiligtümer für seine Frauen gebaut und dadurch Götzendienst in Israel eingeführt. Und so lesen wir hier, was Gott als Konsequenz tat. In 1. Könige Kapitel 11, angefangen in Vers 14. So ließ denn der Herr dem Salomo einen Widersacher erstehen in dem Edomiter Hadad, der aus dem Königsgeschlecht in Edom stammte. Und dann lesen wir im Verbleib dieser Stelle, was dieser Edomiter alles getan hat. Aber schauen Sie, das war keine zufällige Geschichte hier. Gott ließ es zu, nicht nur das. Er sah auch dazu, dass dies geschehen würde als Strafe für Salomo. Vielleicht, um Salomo doch noch zurückzubringen auf den rechten Weg. Und dann lesen wir weiter in Vers 25 oder Vers 23 zunächst. Im 11. Kapitel von 1. Könige. Und Gott ließ dem Salomo noch einen anderen Widersacher erstehen, nämlich Rezon, den Sohn Eljadas, der aus der Umgebung Hadad-Esers, seines Herrn, des Königs von Soba, entflohen war. Das heißt, er zog dann nach Damaskus, setzte sich dort fest, machte sich zum König in Damaskus und war ein Widersacher Israels, solange Salomo lebte. Und nicht nur das. In Vers 26, auch Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephraimit aus Sereda, der Sohn einer Witwe namens Zeruah, ein Beamter Salomos, empörte sich gegen den König. Und schauen wir uns an, wie Gott dies prophezeit hatte, als Strafe für Salomos Vergehen und vielleicht auch, um Salomo zurückzuführen zur Wahrheit. In Vers 29, damals begab es sich nun, als Jerobeam eines Tages Jerusalem verlassen hatte, dass ihn der Prophet Ahia von Silo unterwegs traf, der gerade einen neuen Mantel umhatte, und sie beide waren alleine frei im Feld. Und er nahm Ahia den neuen Mantel, den er anhatte, zerriss ihn in 12 Stücke und sagte zu Jerobeam, nimm dir 10 Stücke davon, denn so hat der Herr, der Gott Israels, gesprochen. Siehe, ich will das Reich der Hand Salomos entreißen und will dir 10 Stämme geben. Aber den einen Stamm soll er behalten, um meines Knechtes David willen und um Jerusalems willen, der Stadt, die ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, zur Strafe dafür, dass er mich verlassen und sich vor Astarte, der Gottheit der Phönizier, vor Kamos, dem Gott der Moabiter, und vor Milkom, dem Gott der Ammoniter, niedergeworfen hat und nicht auf meinen Wegen gewandelt ist, um das zu tun, was mir wohlgefällt, und meine Satzungen und Rechte zu beobachten, wie sein Vater David es getan hat. Doch will ich nicht ihn selbst die ganze Königsmacht entreißen, sondern will ihm, solange er lebt, die Herrschaft lassen, um meines Knechtes Davids willen, den ich erwählt habe und der meine Gebote und Satzungen beobachtet hat. Aber seinem Sohne will ich das Königtum nehmen und es dir geben, nämlich 10 Stämme. Seinem Sohne dagegen will ich nur einen einzigen Stamm geben, damit meinem Knecht David alle Zeit eine Leuchte vor mir verbleibe, in Jerusalem, der Stadt, die ich mir selbst erwählt habe, um meinen Namen daselbst wohnen zu lassen. Dich aber will ich nehmen, damit du herrschest über alles, wonach du Verlangen trägst und König über Israel seist. Also der wurde jetzt König über Israel und der Sohn Salomos wurde dann lediglich König über das Haus Juda. Vers 40. Jetzt hat der Salomo davon erfahren, der war jetzt erbost. Der sah die Zusammenhänge aber nicht. Der sah nur einen Feind, der ihn bedrohte, der das Reich bedrohte. Vers 40. Als Salomo dann dem Jerobeam nach dem Leben trachtete, der wollte ihn jetzt umbringen, machte dieser sich auf und floh nach Ägypten zu Sisak, dem König von Ägypten, und blieb in Ägypten bis zu Salomos Tode. Also der Salomo, anstatt in sich zu gehen, anstatt zu erkennen, dass Gott dies getan hatte, um ihn zu bestrafen für seine Sünden, richtete sich gegen diesen Widersacher in Anführungszeichen und will ihn töten. Aber dann nach dem Tode Salomos würde dann auch genau das eintreten, was Gott prophezeit hatte. Schauen wir uns auch kurz noch diese beiden zusätzlichen Anmerkungen über die Abgötterei Salomos im 2. Buch König 23 an und dann auch im Buch Nehemia. 2. Buch König 23. Auch hier lesen wir von einer Restauration im Hause Juda bezüglich eines sehr gerechten Königs, dem König Josua.
2. König 23, angefangen in Vers 10. Da heißt es: Auch die Gräuelstätte, die im Tal Ben-Hinnom lag, ließ er entweihen oder ließ er zerstören, damit niemand mehr seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch als Brandopfer darbrächte. Also das war jetzt Sitte geworden in Juda und in Israel, dem unglücklichen Beispiel Salomos zumindest dadurch folgen, dass er denen Höhenheiligtümer errichtet hatte. Und dann heißt es weiter in Vers 11, ferner ließ er die Rosse beseitigen, welche die Könige von Juda zu Ehren des Sonnengottes am Eingang zum Tempel des Herrn in der Richtung nach der Zelle des Kämmerers Netan-Melach im Parvarim aufgestellt hatten und ließ den Sonnenwagen im Feuer verbrennen. Juda beging Götzendienst, indem sie den Sonnengott anbeteten. Aber dieser gerechte König Josua hat das unterbunden. Vers 13. Auch die Höhen, die östlich von Jerusalem südlich vom Unheilsberge lagen, die der König Salomo von Israel zu Ehren der Astarte, des gräulichen Götzen der Sidonier und für Kamos, das Scheusal der Moabiter und für Milkom, den gräulichen Götzen der Ammoniter errichtet hatte, ließ der König entweihen oder ließ er zerstören. Und dann lesen wir in Vers 25, was über diesen König gesagt wird. Das hätte auch über Salomo gesagt werden können, wenn Salomo sich anders besonnen hätte. Vers 25, da heißt es: Und seinesgleichen, dieser König Josua, hat es vor ihm keinen König gegeben, der sich so von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller seiner Kraft dem Herrn ganz nach dem mosaischen Gesetze zugewandt hätte. Und auch nach ihm ist keiner seinesgleichen erstanden. Was für eine wunderbare Aussage über diesen gerechten König. Aber diese Aussage findet sich leider nicht in Bezug auf Salomo. Und dann fanden wir noch eine andere Stelle im Buch Nehemia. Das war zu der Zeit, als die Juden aus Babylon zurückkamen, um den Tempel, der zerstört worden war, wiederum zu bauen. Und dieser Nehemia, ein Gouverneur, der sah etwas Scheußliches in Juda. Und schauen wir uns an, was er hierzu sagt. Nehemia Kapitel 13, angefangen in Vers 23. Nehemia Kapitel 13, angefangen in Vers 23. Ebenfalls in jenen Tagen sah ich mich nach den Juden um, welche asdotische, ammonitische und moabitische Frauen geheiratet hatten. Also auch wiederum solche Frauen von Völkern, wo Gott gesagt hatte, die sollten sie nicht heiraten, wegen ihres Götzendienstes. Deren Kinder redeten nämlich zur Hälfte asdotisch und konnten nicht mal jüdisch sprechen, sondern verstanden nur die Sprache des betreffenden Volkes. Und da machte ich den Männern schwere Vorwürfe, fluchte ihnen, schlug einige von ihnen, zauste sie am Bart und beschwor sie bei Gott: Ihr dürft eure Töchter durchaus nicht den Söhnen jener zu Frauen geben und dürft von den Töchtern jener keine für eure Söhne oder für euch selbst zu Frauen nehmen. Hat sich nicht Salomo, der König von Israel, gerade um solcher Frauen willen zur Sünde verleiten lassen? Zwar hat es unter den vielen Völkern keinen König wie ihn gegeben, und er war ein Liebling seines Gottes, so dass Gott ihn zum König über ganz Israel machte, aber sogar ihn haben die ausländischen Frauen zur Sünde verleitet. Aber warum, wie ich früher gefragt hatte, wird das nicht im Buch 2. Chronik berichtet? Warum findet man das nur im 1. Buch Könige und dann auch im 2. Buch Könige und hier im Buch Nehemia? Mit anderen Worten, warum wird die Abgötterei Salomos in den Büchern Chronik nicht erwähnt? Nun, zunächst muss man wissen, dass im Hebräischen, so wie das Alte Testament im Hebräischen aufgebaut ist, die beiden Bücher Chronik die beiden letzten Bücher des Alten Testamentes sind. Nicht so, wie wir das heute in der deutschen oder englischen Bibel haben, wo dann noch viele andere Bücher folgen. 1. und 2. Buch Chronik waren die abschließenden Bücher im Alten Testament. Und die anderen Bücher wie Jesaja, Jeremia und so weiter, die standen vorher. Sie enden, diese zwei Bücher Chronik, die enden mit dem Bau des zweiten Tempels unter Esra und Nehemia. Sie wollen dem Leser Hoffnung geben. Sie wollen Gottes Barmherzigkeit klarstellen. Und Gott erwies ja auch Salomo gegenüber Erbarmen. Es ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass Salomo vor seinem Tode seine Abgötterei bereute. Wir wissen, dass er das Buch Prediger schrieb, und zwar in seinem späten Leben,
Und er sagt zu Ende des Buches Prediger, dass es jedem Menschen zukommt, in anderen Worten, dass es die Pflicht eines jeden Menschen ist, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Mit anderen Worten, er hatte scheinbar etwas erkannt, was er im Laufe seines Lebens nicht unbedingt immer befolgt hat. Im Buch Prediger beschreibt nämlich Salomo sein eigenes Leben. Und er beschreibt seine eitlen und seine erfolglosen Versuche, in seinem jüngeren Leben große Dinge zu tun. Und dass er so leben wollte, als ob nicht unbedingt immer es notwendig war, Gott zu folgen und Gottes Ratschlag, Gottes Plan, Gottes Gebote zu wissen. Schauen Sie, wenn Gott Sünden vergibt, dann vergisst er sie auch. Und so sind Salomos Sünden nicht mehr in den Büchern Chronik zu finden, die das Alte Testament abschließen, und sie werden auch nirgendwo im Neuen Testament erwähnt. Aber die Kehrseite der Medaille ist ebenfalls richtig. Auch wenn Salomo scheinbar seine Sünden bereute und Gott ihm seine Abgötterei vergab und dann auch vergaß in diesem Sinne, musste Salomo gleichwohl schreckliche Konsequenzen erleben, die sich aus seinem Götzendienst ergaben. Er starb, wie wir gesehen haben, relativ jung, im Alter von 60 Jahren, kein biblisches Alter. Er hatte geistlich gesehen ein unerfülltes Leben, trotz seiner menschlichen Weisheit, trotz seines unermesslichen Reichtums, trotz seines Friedens in seinem Reich. Und nach seinem Tode wurde sein Reich zerteilt. Die meisten seiner Nachkommen folgten seinem üblen Vorbild und wandten sich dem Götzendienst zu, sündigten in schrecklicher Weise, sogar dahingehend, dass sie sogar ihre eigenen Kinder diesen Götzen opferten. Sie wurden dabei und dafür furchtbar bestraft. Nun, vielleicht hätten sie das so oder so getan. Aber die Tatsache, dass Salomo dies in die Wege leitete, indem er Höhenheiligtümer für diese Götzen errichtete, hatte durchaus eine Konsequenz. Schließlich endeten die beiden Teile des Reiches, des ehemaligen Salomonischen Reiches, das Königreich Israel und das Königreich Juda, in Knechtschaft, in Sklaverei. Das Haus Juda kehrte aus der Sklaverei zurück. Das Haus Israel ist nach wie vor verschollen. Die meisten Menschen wissen heute gar nicht, wo die Israeliten heute leben. Denn die Israeliten sind ja keineswegs Juden. Es war das Haus Juda, was die Juden beinhaltet. Die Israeliten sind keine Juden, die leben heute irgendwo noch. Die meisten wissen noch gar nicht mal mehr wo. Schauen Sie, die Lehre aus dem Buch Könige und Chronik, die Lehre aus dem Leben Salomo ist letztendlich die, dass Sünde sich niemals auszahlt. Eine schlechte Umgebung, wie zum Beispiel im Falle Salomos die heidnischen Frauen, beeinflussen uns. Eine solche Umgebung beeinflusst uns, zu sündigen. Sie können nicht im Dreck herumwarten, ohne dass ihre Füße schmutzig werden. Und unsere Sünden beeinflussen unsere Umgebung, beeinflussen unsere Kinder, beeinflussen unsere Nachkommen, unsere Verwandten. David hat gebetet zu Gott, dass Salomo davor bewahrt würde, zu sündigen. Gott kam und sagte Salomo, wenn du sündigst, wird auch deinem Volk Israel Schlimmes widerfahren. Ein Einfluss würde bestehen. Und wir sehen ja auch, dass die Nachkommen Salomos sich alle mehr oder weniger dem Götzendienst dann verschrieben haben. Obwohl Gott seine Jünger, potenziell gesehen sie und mich, vor unserer Berufung dazu vorherbestimmt hat, berufen zu werden, wie das klar in vielen Stellen der Bibel zum Ausdruck kommt. Und obwohl er uns sogar bereits Namen gegeben hat vor unserer Geburt, wie er dies auch im Falle von Salomo getan hat, bedeutet dies keineswegs, dass wir von daher automatisch Gottes Weg gehen werden. Schauen Sie, Salomo fiel zumindest sehr lange von Gott ab. Und so können auch wir von Gott abfallen, wenn wir nicht vorsichtig sind. Und selbst wenn wir eine Zeit lang von Gott abfallen und dann zu ihm zurückkehren, wie dies scheinbar bei Salomo der Fall war, dann müssen durchaus negative Konsequenzen für unseren Abfall bezahlt werden, für unsere zeitweilige Untreue. Warum wollen wir es uns unnötig schwer machen? Wollen wir wirklich die Fehler begehen, die Salomo in seinem Leben begangen und die er uns vorgelebt hat? All seine Taten, sein Reichtum,
sein Wohlstand, seine Errungenschaften hinderten ihn nicht daran, schwerwiegende Sünden zu begehen. All unsere Talente, unser Wohlstand, unsere Errungenschaften werden uns gleichwohl nicht erretten oder gerecht machen. Salomo hat unvergleichliche menschliche Weisheit gehabt. Doch diese seine Weisheit bewahrte ihn nicht davor, gegen Gott zu sündigen. Als er vor seinem Tode stand, da schrieb er das Buch Prediger. Und zwar jetzt mit göttlicher Weisheit, die seine menschliche Weisheit ersetzen musste. Und das ist das, was Salomo schrieb. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Darauf und letztlich nur darauf kommt es an. Denn, so sagt uns Salomo, Gott wird in dem Gericht, das über alles Verborgene ergeht, das Urteil über alles Tun sprechen, es sei gut oder böse gewesen. Hören wir auf Salomo, der diese Erkenntnis nur durch schweres und hartes Unglück in seinem Leben erwarb. Lernen wir von ihm. Lernen wir von ihm auf vielleicht etwas leichtere Weise. Halten wir Gottes Gebote. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für die Kirche des ewigen Gottes.